Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play eines Spiels. Oder ich kann es eigentlich nicht Let's Play nennen. Es ist mehr so ein erster Einblick. Es ist ein Spiel, worauf ich mich schon sehr lange gefreut habe. Wer meinen Kanal schon länger verfolgt hat, hat das sicherlich mitgekriegt. Ich hatte das in den Infovideos schon angekündigt, dass ich das Spiel gerne spielen würde. Und jetzt habe ich mir doch mal die Zeit genommen und habe mich jetzt ein bisschen rangesetzt. Und das, ja, will ich euch jetzt mal zeigen, was ich hier mache und wie das Spiel funktioniert. Das Spiel ist in der Alpha, wie man sieht. Das heißt, es ist noch eine tiefste Entwicklungsphase. Das heißt, es wird garantiert viele Bugs geben. Und es ist aber trotzdem so toll für mich, meines Erachtens, dass ich unbedingt das spielen wollte und vor allem auch zeigen wollte, weil ich merke, es ist noch nicht viel, es gibt noch nicht viele Leute, die das spielen, die das machen, und meiner Meinung nach bedarf das Spiel noch ein bisschen Präsentation. Ich bin jetzt nicht der Beste, der das unbedingt präsentieren kann, aber vielleicht kann ich ja dem einen oder anderen doch, naja, mal zeigen, dass das Spiel richtig toll ist oder das Spiel an sich vorstellen. Also, es ist Alpha 5. Ich würde erstmal anfangen zu spielen und ein bisschen so weit, wie ich spielen kann hier in der Alpha 5. Und immer wenn neue Versionen kommen, werde ich ein paar neue Folgen bringen. Also ich werde es nicht durchgehend das ganze Spiel spielen. Immer weiter und immer weiter. Es wäre möglich vermutlich, aber ich will das jetzt noch gar nicht, sondern ich will immer mal wieder ein paar Folgen bringen, wenn neue Sachen eingebaut sind, dass ich euch da ein bisschen was zeige und so. Ja, bevor ich jetzt noch weiter darüber rede, will ich ein neues Spiel anfangen. Was ich dazu sagen muss, ich habe schon einmal die Aufnahme gestartet und naja, es ist halt eine Alpha und es gibt Fehler und ich habe daraus gelernt, ich werde jetzt öfter mal das Spiel speichern zwischendurch. Was ist nun Stoneheart für ein Spiel? Stoneheart ist ein Spiel, in dem es darum geht, mit einer Gruppe von Leuten, die verschiedene Jobs machen können oder Berufe lernen können, zu überleben und ein schönes Leben, das Leben auch schön zu gestalten. Nicht nur zu überleben, sondern auch schönes Leben zu haben, so an sich. Was ihr hier seht ist, ich suche mir gerade eine zufällige Karte aus. Die sind aktuell in der aktuellen Version noch relativ eingeschränkt, sag ich mal. Später mal soll es wohl noch größere und andere Formen von Karten geben und natürlich auch die Möglichkeit geben, mit mehreren Spielern vielleicht in einer Karte zu spielen. Das ist jetzt noch nicht möglich, aber ja, das wird dann alles noch kommen. Ich versuche auch immer, wenn neue Versionen kommen, wie gesagt, versuche ich die zu spielen und versuche diese dann in demselben Speicherstand zu spielen. Allerdings wird das nicht immer möglich sein. So, was sehen wir hier? Wir sehen hier eine Landschaft, die hier in den Zonen recht karg ist. Hier sind Bäume und Wald, hier sind Berge. Da sieht man so ein bisschen, was für unterschiedliche Zonen es gibt. Was sieht man hier? Hier sieht man, hier sind Pflanzen, Bärenbüsche. Diese Bärenbüsche heißt, da haben wir so gesehen einfach zu erreichende Nahrung. Deswegen werde ich mich genau rüberspringen. Uns fehlt ja der River. Nennen wir es doch einfach. Moment, kann ich so? No River springen. Gut. Wir haben jetzt hier unsere kleinen Leutchen. Und vielleicht sieht man jetzt hier auch, warum ich das Spiel so toll finde. Na gut, jetzt wird man es vielleicht noch nicht so sehr sehen. Also, wir haben hier unsere Leutchen und die machen natürlich verschiedene Sachen oder können verschiedene Sachen machen. Ah, ich muss mich noch ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Und mit denen werde ich jetzt erstmal anfangen, hier Holz und Nahrung abzuernten. Und das werde ich alles erstmal in einen Lagerplatz, sogenannter Stockpile, reinbringen lassen. Den Lagerplatz werde ich... Ich habe den lieber immer länglich, weil man dann besser damit arbeiten kann. Aber ich werde ihn so machen. Dann hat man ihn in der Nähe und erstmal machen wir alles da rein. A Traveler approaches. Ui. Er will mir 4 Rabbit Jerky da lassen, weil er denkt, ich bin am Verhungern. Okay, nehme ich. Jetzt hat er mir hier 4 Rabbit Jerky. Das sind nur 3. Wo ist der 4? Er hat uns beschissen. Oder? Was ist das? Das ist ein Rabbit. Hat er mir ein ganzes Rabbit da gelassen oder was? Oder hat das Rabbit Jerky schon jemand genommen? Das kann natürlich auch sein. Müsste ich nochmal nachschauen. 3 sehe ich hier. Da ist das 4. Okay. So. Wir sehen, die sammeln jetzt das Holz, was sie abgeerntet haben, und die Bären und packen die alle erstmal in den Lagerplatz. Alle haben jetzt aktuell den Job Worker so gesehen. Was ich jetzt noch abarbeiten will, sind die Dinger. Weil ich die später noch brauchen werde. Ich werde dann zeigen, warum. Die Blumen werde ich auch abernten.
Und ich weiß nicht, ob das schon geht, aber ich werde auch mal die Steine abarbeiten. Das Karnickel kann ich jetzt nicht abarbeiten, aber das ist nicht so wilde. So, und das werde ich jetzt alles abarbeiten, damit ich nachher Platz habe für meine ersten Häuser. Aber das kommt dann noch. So, die sollen erstmal alles hier reinschaffen und wie wir jetzt sehen, was ich sagen wollte die ganze Zeit, ist, wir haben erstmal nur normale Arbeiter. Worker, 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 Worker. Und die könnte ich jetzt einen speziellen Beruf noch geben. Anhand der Werkzeuge, die wir haben, das ist ein Messer und eine Säge, könnten wir einen Carpenter machen, also einen Holzverarbeiter und einen Trapper, was so eine Art Jäger ist. Allerdings jagt er nicht, sondern stellt Fallen und da hofft er, dass er Wild eben fangen kann mit. So, später mal können wir noch andere Werkzeuge herstellen. Damit können wir dann einen Farmer bekommen, einen Kämpfer und einen Weaver, was so ein Weber ist, ja, also der mit Stoff eben arbeitet oder mit Nadel und Faden halt. So, wir wollen aber erstmal jetzt schauen, die sind alle unterschiedliche Leute, die haben auch unterschiedliche Sachen. Und zwar Spezifikationen. Der hat zum Beispiel 5 Body, 1 Mind, 1 Spirit. Das war vielleicht nicht schlecht als Kämpfer, weil er rein körperlich stark ist. Wobei der natürlich auch als Arbeiter gut ist, weil körperlich macht, glaube ich, auch die Geschwindigkeit erhöhen, ja. Und die Stamina, wie oft zu schlafen müssen und sowas. So, der hier, der hat 6 Body, 5 Spirit, 2 Mind. Das wäre... Spirit ist, glaube ich, für Moral auch gut. Das heißt, der könnte ein guter Krieger werden. Ich merke mir mal Scarlet als Krieger vor, später mal. Die hat guten Mind, die ist also gut zum neue Rezepte und so verarbeiten und allgemein. Allerdings ist sie nicht sehr stark, das heißt wahrscheinlich eher als Weber oder sowas. Das hier ist etwas stärker, den würde ich sogar sagen, die Fiona, die werde ich zum Carpenter promoten. So, jetzt wollen wir ganz kurz schauen. Jetzt wird sie Carpenter. Da ist sie. Hui. Und später mal in der Entwicklung, was noch kommen soll, kann ich ja mal so kurz berichten oder so erzählen, kommen dann auch andere Jobs, die dann sozusagen sich aufteilen, dass man eben den Carpenter noch untergliedern kann in Unterklassen. So, und dann hätte ich gerne noch einen Jäger. Jetzt wird es langsam Nacht, ihr seht das, es wird dunkel. Was bist du? 4, 2, 1, 1, 6, 6. Das ist auch ein guter Krieger. 3, 4, 4. Hier unten war... Dann würde ich dich als Jäger... Obwohl... Ja doch, ich würde dich als Jäger nehmen. Oder nehme ich dich als Jäger? Ich nehme dich mal als Jäger, denke ich. Promote Job. Dich mache ich zum Trapper. Gut. Yay, du wirst jetzt Trapper. Schön. So, und dem Trapper weisen wir jetzt ein Gebiet zu, wo wir vielleicht ein paar Tierchen finden. Wir schauen mal ganz kurz. Sehen wir irgendwo ein Tierchen? Solange die Berufe jetzt keinen richtigen Arbeitsplatz haben, sind die noch als, werden die noch als normale Arbeiter angestellt. Hier ist ein, was ist das? Ein Fuchs. Ein kleiner, süßer Fuchs. Übrigens, ich habe ja gesagt, ich habe schon mal vorher versucht, ein bisschen zu spielen. Und da ist mir ein Fehler unterlaufen. Um das jetzt zu vermeiden, werde ich jetzt sehr oft das Spiel speichern. Das ist ein Speicherstand, wo ich das erste Mal so Art Tutorial-mäßig angefangen habe. Wir machen uns einen neuen Speicherstand. Gut. Das ist jetzt hier. Okay. Das hat er jetzt gespeichert, hoffentlich. Das klappt eigentlich, hoffentlich. Und ja, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen jetzt endlich mal ein Haus. Ein Haus wird hier ganz interessant gebaut. Man baut jetzt nicht einzeln Block für Block, sondern man baut, indem man einen Plan auslegt, sozusagen. Wie bauen wir jetzt unser Haus? Also ich werde erstmal so eine Art Arbeitshäuschen bauen, wo die Arbeiter unterkommen. Das würde ich sagen, mache ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fange ich hier an, so. Warum ich das jetzt so mache, werdet ihr dann noch sehen, weil ich habe schon eine Idee, die habe ich in meinem ersten Versuch, das zu spielen, schon mal angesetzt. So, jetzt machen wir Wände. Die kann man jetzt so setzen lassen oder manuell einzelne Wände setzen. Und das Dach ist auch ganz interessant, wie das gesetzt wird. Und zwar, sage ich mal, ich will das jetzt ein dunkles Haus, so als Arbeitshaus. Ich will das Dach bitteschön hier drauf haben. Und jetzt kann ich entscheiden, wo sind Giebel.
jetzt kann ich hier den Giebel wegnehmen, hier den Giebel wegnehmen. Ich kann aber auch alle vier Seiten Giebel sozusagen machen, dann haben wir ein Flachdach. Aber das ist natürlich nicht schön. Dann kann man eben die Höhe des Dachs beeinflussen und das hier ist, glaube ich, wie spitz das zuläuft, aber das ist, glaube ich, nur, wenn man jetzt andere Konstellationen hier macht. So. Und dann möchte ich natürlich noch Türen und Fenster drin haben. Hier setzen wir die Tür. Ein Fenster setzen wir hier so hin. Hier so. Und hier so. Diese Außenwände würde ich sagen, mache ich keine Fenster, aber hier setze ich noch ein paar Fenster. Man kann natürlich auch völlig ohne Fenster hier arbeiten. Die sind jetzt nicht so anspruchsvoll, aber wenn man mal... Das haut jetzt wieder nicht hin, oder? Doch, haut hin. Sehr gut. Wenn man jetzt mal nämlich... Wir starten einfach mal. Man könnte auch mehretagig machen, das mache ich jetzt nicht. So... Wenn wir jetzt mal hier unten schauen, sehen wir, die haben alle so ab und zu... Sagen Sie etwas. Und zwar reden Sie davon, wie es Ihnen geht, was Sie für Bedürfnisse haben, ob es Ihnen gut geht und so weiter. Und da sagen Sie natürlich auch, was Sie machen, ob Ihnen das gefällt. Ja, hier. Ich? Carpenter? Ja, ich wollte schon immer mal was machen, was... was mit winzigen Stühlen zu tun hat. Ja. Und so sagen sie ihre Meinung und dann beschweren sie sich natürlich irgendwann auch, dass sie kein Bett haben und sowas alles. Und die können wir dann, diese Betten und Sachen können wir natürlich alle dann noch bauen. So, was wir aber erstmal machen müssen ist, deswegen habe ich dieses Häuschen gebaut, den Leuten einen Arbeitsplatz geben. Der Carpenter will einen Carpenters Workshop. Und den setzen wir hier ins Haus. Moment, ich muss das mal gleich so machen. Das ist ein Modus, dass man nicht die Wände sieht, glaube ich. Ist das einigermaßen so angeordnet? Ja, gut. Und dein Arbeitsplatz? Nee, du bist der Trapper. Wir brauchen dann später noch einen Arbeitsplatz für den Schneider. Für den, der mit den Stoffen arbeitet. Ein Weber. Weberknecht. So, der Trapper, dem habe ich noch keinen Arbeitsplatz gegeben, weil ich hier unten jetzt noch keine Füchse gesehen habe. Die waren alle nur da oben und das wäre ein zu weiter Weg, würde ich sagen. Ich schaue mal, ob ich jetzt hier irgendwas sehe an Tierchen. Ich glaube natürlich, ich kann auch so jetzt einfach... dorthin setzen, dann werden auch so die Tiere ab und zu erscheinen. Aber da sind Häschen. Hier sind noch jede Menge Häschen, die könnte man noch fangen. Das heißt, dort wo keine Bäume sind, kommen dann mehr Häschen. Das heißt, ich werde erstmal hier meinen Trapper hinjagen. Wir platzieren mal. So. Ja, mach mal. Dann hat der Trapper was zu tun und hier hat der Carpenter was zu tun. Der Carpenter-Workshop ist jetzt schon fertig. Wir machen mal kurz das Haus komplett anzeigen. Damit wir sehen, wie das ist. Und was man jetzt gerade sieht, wenn die aktuell müde sind, legen die sich dorthin, wo sie gerade sind, weil sie ja kein Bett finden oder so. Und da kann es auch passieren, dass einfach mal hier, der hat sich gerade hier hingelegt, dass die einfach mal auf der Mauer schlafen oder sowas. Das ist dann auch ganz interessant. Wir wollten jetzt im Workshop was bauen. So, und da bauen wir erst einmal... Für einen Krieger eine Waffe und für einen Farmer eine Waffe. Nicht Waffe, es ist ja Werkzeug, so. Und dann bauen wir... Kannst du das schon bauen? Mal schauen. Ach, wir werden erstmal noch Fenster und Türen bauen. Und zwar... ich weiß nicht, wie viel ich jetzt brauche. Ich baue einfach mal 12 Fenster und 2 Türen. Wir brauchen zwar nur eine gerade, aber dann kann man sie fürs nächste Haus schon da. Und was ich jetzt noch machen will, vorher mal Pause machen, dass das jetzt nicht zu schnell geht. Ich will hier Lagerplatz machen für gebaute Sachen. Für alles, was irgendwie gecraftet wird. Und zusätzlich... Nee, wir lassen das so. Wir haben draußen den Lagerplatz für die Sachen, die eben... Ja, Ressourcen betrifft und drinnen den Lagerplatz für diese Sachen. Würde ich mal sagen. So, hier muss ich jetzt vorsichtig sein, dass die hier noch schön bauen können. Deswegen, wenn man hier auf die Zonen geht, hat man hier so eine Zusatzzone. Das ist, damit die hier die Brüstung bauen können am Haus. Auf der Brüstung schlafen die auch übrigens gerne. So, jetzt mal kurz so zum Spiel.
Das Spielprinzip an sich, dieses Überleben mit mehreren Personen, im Gegensatz zu Minecraft, wo man alles mit einer Person macht, eben in First Person, hier mit mehrerer Person, das Interagieren zwischen den Personen und an sich diese Verteilung der Arbeiten, das ist was, was ich sehr interessant finde, was auch in verschiedenen anderen Spielen schon umgesetzt wurde, aber hier ist dann noch der Faktor, wie das alles umgesetzt wird, dieses teilweise niedliche, teilweise ja, interessant und sympathisch gemachte. Und vor allem sehe ich da ziemlich viel Potenzial in dem Spiel. Deswegen gefällt mir das auch sehr gut. Oh, hier wurde was gefangen. Ein Häschen. Rabbit, ja. Und hier ist auch ein Rabbit. Sehr schön. Und hier auch. Cool. Der Trapper hat gut zu tun und die ärgern sich alle, dass sie nicht in einem Bett schlafen konnten und deswegen haben sie Rückenschmerzen und so. Das Haus wird noch gebaut. Der Carpenter baut hier seine Fenster und Zeugs gerade. Sehr schön. Ja, das ist das erste Fenster. Haben wir die Tür schon fertig? Nein. Die wird dann auch bald noch gemacht. Aber ich glaube, da müssen erstmal die Wände hochgezogen werden, damit die Fenster und Türen eingesetzt werden können, oder? Also wäre jetzt meine Vermutung. Das werden wir dann sehen. So, allein aus dem Grund, dass ich aus meinen Fehlern lerne, wie gesagt, will ich jetzt mal speichern. Und ich sollte auch nicht immer auf denselben Speicherplatz speichern, aber das, denke ich, müsste jetzt noch gehen hier. Wie gesagt, meine andere Aufnahme ist komplett, naja, wegzuschmeißen gewesen, weil ich nicht gespeichert hatte. Ich hatte zwar schon 1,5 Folgen fertig, aber ich habe eben nicht speichern können. So, hier könnte man jetzt, wir könnten jetzt schon einen Farmer machen. Das heißt, wir können jetzt schon jemanden zum Farmer promoten. Wen hat man da gesagt? Du warst das, oder? Spirit? Ne, du warst Krieger. Farmer braucht sicherlich auch ein bisschen Buddy. Wir nehmen dich als Farmer, würde ich sagen. So, jetzt können wir Krieger und Farmer machen. Farmer. Und da wird sie gerade Farmer, sehr schön. Und dich wollte ich zum Krieger machen. So, und jetzt haben wir einen Farmer und einen Krieger. Da wollen wir natürlich auch ein bisschen den Farmer nutzen. Der Krieger läuft automatisch rum. Wir werden nachher sehen, warum wir einen Krieger brauchen. Eigentlich hätte ich es jetzt fast noch gar nicht machen wollen. Aber wie gesagt, ich lerne aus meinen Fehlern aus dem letzten Spielversuch, den ihr vielleicht nicht gesehen habt. Ich werde jetzt hier verschiedene Sachen anbauen. Man braucht jetzt hier keine Samen, um hier irgendwas anzubauen oder so, sondern das ist eher so, dass das einfach so gemacht wird. Ich weiß nicht, ob das später noch dazu kommt, dass man dann Samen braucht von verschiedenen Pflanzen. Was die verschiedenen Pflanzen machen, kann ich kurz mal erklären. Das hier oben sind drei Nahrungsmittel, glaube ich. Ich glaube, dass das Nahrungsmittel sind. Die unterschiedlich schnell wachsen, aber unterschiedlich nahrhaft sind und gut schmecken. Ich will zweimal Getreide anbauen, weil ich weiß, dass das sehr lange braucht zum Wachsen. Und wenn das dann fertig ist, dann ist es sehr nahrhaft. Aber deswegen will ich jetzt auch noch andere Pflanzen anpflanzen. Ich will diese beiden Sachen jetzt wenigstens einmal anpflanzen. Und was ich jetzt noch anpflanze, ist Fieber. Ich hoffe, der ist nicht überfordert, mein Farmer, damit. Fieber ist speziell wichtig, weil es zum Craften später mal genutzt wird. Jetzt sehen wir langsam, okay, das Haus ist soweit und wir sehen bald nichts mehr drin, weil das Dach drüber ist. Ah. Das Schwert ist noch da und wir haben noch nicht den Krieger. Warum bist du kein Krieger? Solltest du nicht Krieger werden? Vielleicht, weil ich zu schnell weggedrückt habe oder so. Keine Ahnung, werden wir noch merken. So, die Bärenbüsche sind wieder bewachsen. Das heißt, die kann man wieder abbauen. Oder abernten. Hier ist wieder was gewachsen. Das holen wir uns alles mal. Die Steine holen wir uns. Und hier hinten das ganze Zeug holen wir uns mal. Eine Menge zu tun jetzt erstmal wieder. Aber wenn das schon nachwachsend ist, dann kann man das doch auch immer wieder abernten, würde ich sagen. So, und wenn wir das Haus dann fertig haben und unsere ersten Arbeiter alle in Aktion haben und die was machen können, dann
ist mein nächstes Ziel, ein Haus zu bauen, wo ich Betten unterbringen kann, damit die endlich mal ordentlich schlafen können und noch eine Essecke vielleicht zu gestalten. Aber das, die soll erstmal das machen, was gerade wichtig ist. Und ich habe so das Gefühl, die scheitern gerade daran, dass irgendwas fehlt. Oder? Ach nee, die bauen jetzt gerade ab. Ich habe nicht mehr genug Arbeiter. Das ist gerade mein Problem. Was ist hier jetzt los? Ja! Wir haben einen Traveler angekommen. Ich zeige aber einen zweiten Carpenter. Das heißt, den muss ich umschulen, oder wie? Jetzt habe ich zwei Carpenter. Okay. Könnt ihr auch beide an dem einen Ding arbeiten? Das wäre jetzt meine Frage. Ansonsten arbeitet der eine Carpenter ja auch nur als Worker. Das ist übrigens eine Feuerstelle, die man am Anfang hat. Und man kann auch selbst dann noch später mal, glaube ich, Feuerstellen bauen. Ich weiß nur nicht, mit welchem Beruf und was man da machen muss. Aber irgendwie kann man eine Feuerstelle bauen. Ansonsten kann auch ein Händler einem die Feuerstellen bringen. Und dann kann man die natürlich noch woanders hinsetzen. Ansonsten kann man auch bauen... Das habe ich jetzt noch nicht weiter gezeigt, was man hier noch bauen kann. Hier solche Kerzen, die dann auch das in der Nacht beleuchten und so, dass man ein bisschen was sieht. Und verschiedene andere Sachen. Tisch und Stühle, wenn sie dann essen. Aktuell essen sie auf dem Boden, sitzen auf dem Boden und essen. Aber später mal würden sie dann auch essen, wenn sie dann haben die Möglichkeit an einem Tisch. Dann setzen sie sich an den Tisch und essen da ganz in Ruhe. Der Farmer arbeitet hier. Fuchs, ja. Ach, ich werde noch hier mal einen Lagerplatz für extra für Nahrung machen, hier in der Nähe. Und später mal werde ich das dann mit dem Essensplatz verbinden. So, dann werde ich hier jetzt nämlich machen. Und zwar keine Ressourcen, keine Konstruktionssachen, keine Tools. Nur das Zeug. Wells, weiß ich nicht, wo man das herkriegt und wie das funktioniert, habe ich noch nicht gesehen. Aber ich würde jetzt hier erstmal die Nahrung unterbringen wollen. Dann können die nämlich von hier aus und von hier aus, von der Farm, die Nahrung alles hereinbringen. Und die Seide und sowas, was dann in Stoffe umgearbeitet wird, können sie hier hinbringen. So, irgendwas ist jetzt noch hier. Achso. Läufst du gerade auf dem Dach rum? Ach nee, du warst dort rumgerannt, okay. Ich glaube, die Brüstungen hindern die jetzt dran, die Fenster und Türen einzusetzen. Das ist jetzt meine Vermutung. Hier liegt das Holz rum. Ich sollte mal mehr Holz abbauen, oder? Wir brauchen mal mehr Bäume. Würde ich sagen, hacken wir die Bäume weg. Ich hoffe, das geht so. So, dann haben wir hier ein bisschen mehr Platz. Hier unten sind Bärenbüsche. Aber da unten machen wir noch nichts. Gut, wir haben nachts. Und ich denke, das ist jetzt ein guter Moment, die Folge, die erste Folge mal zu unterbrechen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst in den Kommentaren da, was ihr noch so von dem Spiel denkt und was ihr euch vorstellt hier davon, was ich noch machen könnte, was ich noch einbauen könnte und was ihr für Ideen habt. Natürlich muss ich mich danach richten, was das Spiel zu bieten hat und ich will es ja euch mehr vorstellen, aber wenn ihr schon das Spiel kennt oder irgendwelche Fragen habt, dann fragt ruhig in den Kommentaren. Wenn ihr nur durch dieses Spiel hierher gefunden habt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auch meinen Kanal abonniert und dann werdet ihr auch die nächsten Folgen sehen. Ich werde weiß noch nicht, wie viele Folgen machen, aber ich werde jetzt, wie gesagt, kein durchgehendes Let's Play machen, sondern eher dann nach den ersten 5-6 Folgen, die ich jetzt mache, immer mal, wenn eine neue Version kommt, Auffrischungsfolgen machen, die dann eben Neuerungen in den neuen Versionen darstellen. Oh, ein Goblin. Da oben ist ein Goblin. Seht ihr das? Der stiehlt mir gerade was. Ach nee, das ist nicht ein Goblin. Wo ist der Goblin? Da hinten ist der Goblin. Aber wir haben doch einen Krieger, oder? Harvesting Medium Oak Tree. Wir haben noch keinen Krieger, wie es aussieht. Dann lasse ich euch mal hier bleiben. Der stiehlt Holz. Und was macht er jetzt? Er entzündet's. Oh, weia. Was macht er jetzt? Jetzt läuft er hier rum. Der läuft an mein Hauptlager ran. Finde ich jetzt nicht in Ordnung. Das läuft da wieder hinter. Gut, bevor ich mich darum kümmere, beenden wir die Folge. Ich werde speichern und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Und dann treffe ich eine Entscheidung, was wir damit machen. So haben wir jetzt erstmal so eine Art Cliffhanger.